Spieler berichten von Begegnungen mit CJ in GTA 5. Aber wie ist es möglich, dass CJ dort existiert, wenn Rockstar Games gesagt hat, dass er nicht existiert? CJ, Sweet und Ryder oder auch Big Smoke tauchen nur als Easter Egg im Spiel auf, während der Mission Stadtsafari. Aber der eigentliche Mythos ist, dass Spieler glauben, dass die Gangmitglieder in der Grove Street mit CJ über das Telefon reden und Sätze sagen wie "What's up, CJ?" etc. So, hallo und herzlich willkommen zum Mythos von CJ. Und ja, wir habt schon davor schon gesehen, was so weiter hier so ist, ne? CJ soll als Easter Egg in einer Mission hier erscheinen, das sich Stadtsafari nennt. Und diese Mission werden wir gleich spielen. Und der Mythos selbst besagt, dass wenn man zur Grove Street geht, dass die Members, also die halt die Gangmitglieder von der Grove Street, irgendwie rufen, hey CJ, what's up? Oder sowas in der Art. Und ja, da möchten wir jetzt mal, also möchte ich mal gerne mal nachgucken, ob das wirklich so stimmt. So, wir wiederholen jetzt mal die Mission mal kurz. Die Mission lautet Stadtsafari. Und da soll schon, wie schon im Video vorher, vor diesem Gameplay schon erwähnt, da sollen dann drei Fahrradfahrer dann aus der Grove Street rausfahren. Einer von denen soll CJ sein, der andere soll Sweet und der andere Big Smoke oder Ryder sein. Es ist immer unterschiedlich. Im Internet steht, dass der eine Ryder ist, der andere ist Big Smoke und keine Ahnung. Aber CJ soll dabei sein als Easter Egg. Viele sagen auch, dass es eine andere Zeit ist dort in Los Santos, dass er schon tot sei, aber anscheinend ist er nicht tot. Wir überspringen das mal kurz, wir kennen das schon aus meinem Let's Play vielleicht, wenn ihr das mal angeguckt habt. So, ich natürlich meine Black-Kleidung wieder. So, ich steige in den Lieferwagen. So, jetzt fahren wir mal ganz chillig zu unserer Mission. Also einfach nur die ganze Zeit dieser Route folgen, begib dich zur Grove Street. Einfach ganz chillig mal dorthin fahren. We shooting shit up, spraying some motherfuckers. I can drive by with the best of them. Behave yourself, man. Lamar, what's happening? What you in stress set up? We buying way. So, und jetzt gleich, wenn wir nach rechts fahren, sollen drei Fahrradfahrer aus der Grove Street rausgefahren kommen. Da, seht ihr? Mit der ganz vorne soll CJ sein. Since we're out here banging, either you got some dust. Hey, any of y'all hear about that MC Clip fashion shoot thing that's going on around here? MC Clip? Nigga, since when you care about that fool? Man, I don't care. Shit. Das sollen Easter Eggs sein. Die beiden sollen entweder Sweet und Big Smoke darstellen oder Sweet und Ryder. Und das hier ganz vorne soll CJ sein. Wir stalken mal den kurz. Man kann wirklich alles machen. Man kann jetzt aussteigen, die töten. Man kann jetzt umfahren. Keine Ahnung. Hey CJ, hau nicht ab! Möchte ich mal genauer ansehen. So, das soll CJ sein. Ryder, Sweet. Keine Ahnung, der andere Fahrer ist gerade weggefahren. Ja, ansonsten, das soll anscheinend CJ darstellen. So als Easter Egg soll er hier sein. Und wir können ihn jetzt wirklich hier so knallhart ins Gesicht schießen, aber nee, das sowas tue ich nicht. Ich meine, mit denen hatte ich früher bei GTA San Andreas gespielt. Also, man kann hier zum Beispiel vom Fahrrad schubsen. Und er haut ab. Okay. Ich habe CJ verscheucht. Kacke. Naja, das soll als Easter Egg mal hier so in GTA, GTA 5 eingefügt, ne? Und ja. Ich würde mal sagen, ich überspringe das mal gleich kurz, weil ich muss die Mission jetzt. Oder kann ich die abbrechen? Na, scheiß drauf.
Dann mache ich mal kurz die Mission und wir sehen uns mal gleich wieder. So, hallo Leute, da sind wir wieder zurück und ja, ich habe jetzt diese Mission geschafft und ich habe jetzt mal auf der Karte die Grove Street markiert. Ich gehe jetzt mal ohne eine Mission mal zu starten, mal dorthin und überprüfe mal, ob die Grove Street Members, die Gangmitglieder halt CJs Namen irgendwie erwähnen oder so. Deswegen werde ich mal gleich meine Klappe halten und werde mal genau zuhören, ob sie wirklich CJs Namen erwähnen werden. Denn laut dem Mythos sollen die wirklich sagen, hey, what's up, CJ, oder so sagen. Mal gucken, ob das wirklich so stimmen wird. Erstmal fahren wir natürlich dorthin. Muss nur aufpassen, dass ich jetzt keinen Crash mache. Ach, scheiß auf das Ereignis da, mein Gott. Hab keine Lust dafür jetzt. So, wir sind gleich da. So, jetzt sind wir auch in der Grove Street. Das hier ist jetzt die komplette Grove Street. Und ja, mal gucken. Ich würde mal sagen, den Sound mache ich komplett mal auf hoch. Und den Fernseher mache ich mal etwas lauter, damit ich auch was hören kann. Und ich halte jetzt mal meine Klappe. Bis später.
is this? Hey, you got the wrong number, nigga. I ain't got no credit cards no more. I'll dump these nuts in your mouth, bitch. Bitch? Fucking punk! What's your issue? You got a problem with me? Why the fuck you keep looking at me? Purple gang, bitch. Now what's crazy? Hey, you see what happened when you fuck with a baller, baby? Your face end up on the floor. In your motherfucking mouth, bitch. Loving this shit original, the old-fashioned way. True. It's ballers over here. I don't give a fuck about nobody else's squad. Okay, that's what it do then. Them fag old motherfuckers, straight bitches. Already knowing, Lo. Buster. So, ich bin wieder da, also ich weiß jetzt nicht wieso, aber ich habe kein einziges, also ich habe noch nicht einmal das Wort CJ oder sowas gehört. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt oder nicht, aber ich hoffe mal, ihr würdet es selber mal so experimentieren, mal hier so rumgehen und gucken, ob die wirklich hier CJ erwähnen oder nicht, weil ich habe es jetzt hier nicht zum Beispiel gehört. Und ja, also, damit es hat ja besagt, dass die CJ halt begrüßen, also übers Telefon oder sowas in der Art, aber ich habe wirklich gar nichts gehört. Und anscheinend ist hier, sind hier nur überall Ballers, obwohl hier eigentlich Grove Street sein sollte, aber. Also, ich weiß nicht. Ja, ich würde mal sagen, zetteln wir hier mal einen Krieg aus, also packen wir erstmal die Waffe raus und. Töten jeden. Sogar die Frauen. Krieg! Scheiß Ballers!
So, dann würde ich mal sagen, das war's auch schon mal von diesem Mythos. Wir sehen uns zu meinem nächsten wieder. Bis dann, Leute.